den größten Kurpark in Europa, an einer Location, die wirklich etwas in sich und was ganz anderes hat. Freuen wir, alle begrüßen zu dürfen. Bad Wildungen hat den Sommer, Bad Wildungen hat eine tolle Handballwelt und die wollen wir heute Abend für die neue Saison präsentieren. Besonders begrüßen möchte ich natürlich unseren Bürgermeister, der auch gleich so nett sein darf, noch ein paar Worte zu uns sagt. Und alle Fans, die Mannschaft, das Team des Maritim, das Team der Sparkasse, alle unterstützen uns, Event, EMEW, auf jeden Fall Stefan Müllers Firma. Man merkt, ich mache das nicht jeden Tag. Wir hatten natürlich einen Vorgänger, der das früher mal gemacht hat, hat sich aber entschlossen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse zu werden und steht uns jetzt nicht mehr zur Verfügung für die vielen Jahre, Jürgen. Und nochmal alles Gute zu deiner neuen Opposition ab Mai. Ja, wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend. Es gibt eine ganze Menge Neues bei uns und wir werden sicherlich die Gelegenheit nutzen, das alles mal zu präsentieren. Herr Bürgermeister, gerne. Danke, danke. Ralf, wir dürfen uns weiter duzen. Ich bitte darum. Ja, schön. Das machen wir dann weiter. Ja, ich würde dir einfach mal die Gelegenheit geben, ein paar Worte für uns gemeinsam. Danke. Ja, vielen Dank, Uwe, für die einleitenden Worte, denen ich mich natürlich noch ganz herzlich anschließen kann. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich hier vom Maritim in Europas größten Kurpark, hast du gesagt, ich sag mal 50 Hektar großen Kurpark. Es ist schon was. Und es wurde eben schon erwähnt, die Location ist bei dem Wetter natürlich ideal gewählt. Statt in der doch etwas aufgeheizten Enserhalle, die zwar Gott sei Dank fertig ist, aber leider funktioniert die Klimaanlage da noch nicht, deswegen alles richtig gemacht heute Abend. An der Stelle begrüße ich natürlich auch ganz recht herzlich die beiden Trainerinnen, die Frau Bremmer und die Frau Brütsch und natürlich die Spielerinnen der Vipers. Und ich freue mich nachher drauf, wenn wir sie vorgestellt bekommen. Und ich kann nur sagen, an der Stelle als Bad Wildungen sind wir natürlich stolz, so eine Mannschaft hier vor Ort zu haben, mit allen Schwierigkeiten, die dazugehören. Und ich finde es immer wieder spannend, die ganzen Veränderungen, die im Frauenhandball in der Bundesliga stattfinden. Jedes Jahr kommt ja was Neues dazu. Und man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass gerade den kleinen Vereinen, wie wir sind, das Leben dadurch absichtlich schwer gemacht wird. Aber ich glaube, da gucke ich mal nach hinten an den Tisch, davon lassen wir uns nicht unterkriegen, sondern sind motiviert und packen das dieses Jahr, oder? Und ich bin nicht zum Reden hier, zumindest nicht so viel, sondern herzlich willkommen. Lassen Sie uns heute Abend eine tolle Vorstellung, einen tollen Saisonstart zusammen feiern. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Uwe, du hast wieder das Wort. Dankeschön. Ja, nette Grußworte, vielen Dank. Und wir haben natürlich schon auch ein paar Dinge, die uns besonders in der Politik am Herzen liegen. Und da haben wir jetzt mal die Chance, den Bürgermeister auch zu fragen, welche Rolle spielt denn eigentlich für uns in Bildung der Profisport? Wir sind ja der einzige Verein im ganzen Landkreis, der erste Bundesliga spielt, in allen Bereichen. Und die Frage ist natürlich, was macht das für Bildung? Das ist richtig. Was macht das für Bildung? Natürlich ist für Bildung ein ganz wichtiges Aushängeschild. Einen besseren Werbeträger, um den Namen Bad Wildungen deutschlandweit bekannt zu machen, kann man sich nicht wünschen und vorstellen. Ich gebe an der Stelle auch zu, leider ist die Stadt Bad Wildungen nicht so finanziell in der Lage, dort mehr reinzustecken. Wie war's? Das ist so. Wir sind halt nun mal ein Kurbetrieb und nicht ein großer Gewerbestandort. Aber nichtsdestotrotz, gerade die Vipers haben uns bekannt gemacht, nicht nur unsere Einzelathleten, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, aber wie gesagt, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wo ein Bundesligist ortsansässig ist, ja, kann man nur stolz sein. Danke, gute Antwort, muss ich sagen. Was uns dann natürlich noch in der Vergangenheit extrem bewegt hat, war das Engagement der Vipers in der Corona-Zeit. Ist euch das aufgefallen? Ist das auch überall angekommen außerhalb des Sports? Ich weiß nicht, wie es außerhalb des Sports angekommen ist. Zumindest bei uns in der Stadtverwaltung ist es gut angekommen, weil du hast ja auch dankenswerterweise immer regelmäßig berichtet. Und mit den Einzelnen, wo man dann gesprochen hat, ich meine, hier sitzen alle, die es mitbekommen haben dürften, weil das sind die Interessierten. Das war vorbildlich, das war ja meisterhaft.
Meisterhaft. Danke. Meisterhaft, das ist natürlich ein tolles Wort. Vielen Dank. Für meisterhaft haben wir morgen noch mit dem Bürgermeister zwischen 7 Uhr, halb 7 und 7 haben wir gesagt, nochmal einen gemeinsamen Auftritt mit den Damen auf dem Viehmarkt. Wer dazukommen möchte, wir werden dann in den Netzen mal lokalisieren, wo wir es genau machen. Wir planen mal was, wo wir ein gemeinsames Foto machen, morgen so gegen 7 auf dem Viehmarkt. Auch ein wichtiger Moment für Bad Wildungen. Morgen geht das Viehmarkt los. Schön. Dann bedanke ich mich vielmals. Und ich bleibe hier. Und es gibt auch Viehmarktlose. Volker hat auch Viehmarktlose, die letzten. Das sind die letzten, dann ist vorbei. Ja, vielen Dank und dann wünschen wir uns gemeinsam einen spannenden Abend und legen gleich los. Genau, vielen Dank. Schönen Abend. Danke schön. Ja, für wichtige Momente gibt es bei den Vipers natürlich wichtige Musik und dann würde ich doch bitten, dass unsere Damen in der bekannten Reihenfolge, die wir, glaube ich, jetzt nochmal aufrufen dürfen, auf die Bühne kommen. Wir fangen an mit unserer Nummer 12, mit der Manu Brütsch. Mega, mega. Larissa, darf ich dich auch schon nach vorne bitten? Hi. Da kommt Larissa, unsere zweite Torhüterin mit der Nummer 1. Luki, die Nummer 6. Marina Meyer. Einer unserer neuen Zugänge mit der Nummer 7. Dann Emma Rubel mit der Nummer 9. Ihr müsst euch noch ein bisschen umsortieren, wenn ihr so nett seid. Annika Hampel mit der Nummer 10. Norma Goldmann. Larissa blockiert noch ein bisschen, aber das ist eben live und nicht aufgezeichnet. Und jetzt sind die Damen auch in der richtigen Reihenfolge da. Viele sind schon bekannt und gesehen worden, viele noch nicht bekannt und noch nicht gesehen worden. Wir dürfen heute 6 tolle neue Zugänge verkünden, auf die wir natürlich jetzt alle gemeinsam sehr gespannt sind. Schaf ist auch schon da, das ist ja wunderbar. Ja, Manu, ich würde einfach, wenn du so weit wärst, mit dir anfangen, weil wir beiden kennen uns ja nun wirklich schon 11 Jahre. Und das muss man sich überlegen, aus der schönen Schweiz 11 Jahre lang im schönen Bad Wildungen. Gibt es da Heimweh oder Heimweh, wenn du in der Schweiz bist, nach uns? Also, ja, okay. Ja, natürlich habe ich immer ein bisschen Heimweh nach der Schweiz, weil es gibt trotzdem Sachen, was ich vermisse hier. Aber mittlerweile muss ich schon sagen, ist es auch ein bisschen umgekehrt. Also wenn ich länger zu Hause bin, freue ich mich auch immer wieder, nach Bad Wildungen zurückzukommen. Wahrscheinlich meistens, außer es geht dann direkt in die Vorbereitung nach Holland, oder? Das sind dann die Zeiten, ich glaube, das hast du jetzt schon so oft durch. Hast du dich daran gewöhnt? Ja, ich glaube, so richtig gewöhnt man sich nie dran. Also es ist, Lisa hat es mal gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Geburt. Man vergisst wieder, wie schlimm es war. Ich weiß nicht, wie sich eine Geburt anfühlt, aber ich muss tatsächlich sagen, es ist jedes Jahr wieder schlimm, auch wenn man schon oft erlebt hat. Aber auch das, man sieht, wir stehen alle noch, also auch das geht irgendwie vorbei. Ja, da hast du ein gutes Thema angeschnitten, also mit der Geburt. Eigentlich bist du ja auch die Mutti der Mannschaft, weil die Altersunterschiede in diesem Jahr natürlich noch etwas krasser sind als in den Vorjahren, weil wir so viele talentierte, junge Talente gesammelt haben und die heute Abend natürlich auch dementsprechend vorstellen. Aber kommt dir das schon ein bisschen so vor, dass du auch die Mutti bist? Wirst du dann von den Damen auf alles hingewiesen, gefragt und... Ja, ich denke, dieses Jahr ist es natürlich noch extremer. Man sieht, das Team wird immer jünger.
Nur ich werde immer älter, also keine Ahnung, was ich falsch mache. Ja, aber jetzt ist es natürlich schon so, dass ich mit Abstand die bin, die am längsten hier ist, am meisten Erfahrung hat. Luki ist die Einzige, die auch schon ein bisschen länger hier ist. Ja, deswegen ist klar, dass viele Fragen dann normalerweise erstmal an mich gehen. Ja. Okay, kann ich auch nachvollziehen. Du bist ja nun auch, ne, schon sehr engagiert, nicht nur im Mannschaftsrat, sondern mit der vielen Erfahrung und der klaren Ansprache immer präsent. Die Ziele für die Saison, wo sind deine Ziele für diese Saison? Also meine persönlichen Ziele oder persönliche mit der Mannschaft? Ja, also ich denke, dieses Jahr wissen wir alle, dass es sicher keine einfache Saison wird. Also klar, Priorität ist auf jeden Fall Klassenerhalt. Das wollen wir schaffen. Wir haben sicher auch das Potenzial, aber einfach wird es nicht. Das ist uns allen bewusst. Deswegen müssen wir natürlich auch hart trainieren. Ja, ich denke, das ist das Ziel, oberste Priorität als Mannschaft. Für mich persönlich ist es natürlich, ich möchte weiterhin meine Leistung bringen, was vielleicht in der letzten Saison ein bisschen zu wenig war. Also da habe ich schon auch Ansprüche an mich und möchte so dem Team natürlich weiterhelfen. Okay, ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge, die wir da sagen können, dass die oberste Priorität für uns alle gemeinsam natürlich ist, in der Liga zu verweilen, zu bleiben. Da gibt es ja sehr viele Dinge, das hat eben auch der Bürgermeister schon mal angedeutet, die da so ein bisschen kontraproduktiv oder eben auch nicht für uns laufen, sondern gegen uns. Aber das ist vielleicht wie so ein kleines gallisches Dorf. Da muss man sich dann auf die Hinterbeine stellen und es noch intensiver durchdrücken. Also vielen Dank, Manu. Dann machen wir einfach weiter mit der Larissa. Wir bitten einfach das Mikro weiter. Ja, das ist natürlich auch so ein Wert, ne? Larissa von Amsterdam in die Weltstadt Bad Wildung. Früher, das werden viele noch wissen, gab es sogar einen direkten Zug Bad Wildung, Amsterdam. Weiß das noch jemand? Ja, gibt noch ein paar, ne? Den gab es mal. Und du hast den gewählt, nur andersrum, Amsterdam Bad Wildung. Jetzt bist du ein Jahr hier. Bist du zufrieden und glücklich? Ja, sicher. Ja, ich bin mehr ein bisschen ein Dorfmensch, so nicht so ganz große Stadt. So, ich fühle mich wohl, ja. Okay. Und die erste Bundesliga, die du jetzt erstmalig gespielt hast, eine Saison, war für dich dann wie? Ja, ich muss mir am ersten ein bisschen gewöhnen, aber jetzt weiß ich ein bisschen, was passiert in der ersten Bundesliga. Also ja, jetzt hoffe ich, dass es auch besser geht als letztes Jahr. Was sind die Gründe, warum du gerne in Bad Wildung wohnst? Warum gefällt es dir hier? Ja, so wie ich gesagt habe, ich bin mehr ein bisschen ein Dorfperson. Ich bin auch nicht aus Amsterdam, aber aus Emmen. Vielleicht welche Menschen kennen es, aber das ist auch ein bisschen ein Dorf. Viele holländische Handballspielerinnen hier, die wir haben, ne? Ja. Und hatten. Ja. Ganz berühmt. Ja. Wort zur Vorbereitung. Erzähl, hast du Blasen? Geht? Jetzt auf meine Zähne habe ich noch Blasen, auf meine Hände nicht mehr. Aber ja, es war anstrengend, aber ja, wir brauchen auch eine Vorbereitung, um fit zu werden, dass wir alle fit sind. So, ja. Das heißt, du hast gar nicht so richtig zu fluchen, du kommst damit klar, auch wenn der Druck und die Trainingssituation bei Tessa in dieser Zeit natürlich eine besonders harte ist, du kommst klar. Ja, ich komme hin. Ja, wir müssen es schaffen, so ja. Schön. Ja, dann wünschen wir uns gemeinsam eine tolle Saison. Ich freue mich. Und gibst du Luki das Mikrofon? Ja. Also Luki ist natürlich dann wieder ein Beweis dafür, dass wir gar nicht so schlecht sein können. Weil Luki ist ja von uns aus erstmal nach Frankreich gegangen. Von Frankreich, glaube ich, nach Neckarsulm. Und dann... Ja, erst CHC, Neckarsulm, und dann hat sie ihr Glück doch dann wieder bei uns gefunden. Und darauf sind wir natürlich besonders stolz, weil das ja beweist, dass wir irgendwas hier richtig machen. Und dafür kann ich mich auch nur bedanken. Das ist jetzt auch schon die zweitälteste Spielerin, glaube ich, hier in unserem Kader. Früher kam sie als ganz Junge. Ja, du bist die einzige Linkshänderin im Rückraum, die im Moment für uns spielt. Ja. Große, große Taten müssen folgen. Das hast du ja schon mal bewiesen, dass du das kannst. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Was bedeutet das für dich in der Situation? Ich bin mir schon bewusst von der Rolle, aber ich versuche dieses Jahr mit meiner Erfahrung das Team weiterzuhelfen und auch vor allem die jungen Mädels damit weiterzuhelfen. Schön. Heute stehen wir ja mal an einem ganz anderen Ort. Du kennst ja schon viele Eröffnungen bei uns an der Ensehalle. Wie findest du die Location?
Hier jetzt? Ja. Schön. Schön, ne? Ja. Finde ich auch richtig schön. Das Schöne eigentlich finde ich auch als Opa in der Hänsehalle. Nette Menschen, tolle Location. Ja, dann werden wir sehen, welche Geschichten oder welche Dinge bei dir im Gedächtnis eigentlich aus der Zeit, gerade Buxtehude und letzten Spiele, wo du dich ja wahnsinnig entwickelt hast. Was ist da in deinem Hinterkopf drin? Welche Erlebnisse, welche Gedanken hast du zu dem Spiel? Das letzte Spiel in Buxtehude, natürlich. Ja. Ja, weil wir hatten da so viel Druck und wir haben echt gut gespielt und echt einfach gewonnen. Und ja, das war halt ein mega gutes Gefühl am Ende. Ja. Dann sollten wir genau da wieder anfangen, wo wir aufgehört haben und wünschen uns gemeinsam eine tolle Zeit mit dir. Vielen Dank. Ja, das ist endlich ein ganz neues Gesicht. Fabina Meyer trägt die Nummer 7, 18 Jahre alt, links außen. Vorher warst du in Bad Schwartau, ganz im Norden. Und jetzt Gott sei Dank bei uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist, dass das auch alles so geklappt hat. In der Mitte von Deutschland kann man immer noch den Norden erreichen zwischendurch. Aber man hat natürlich auch hier die Möglichkeiten im Süden die großen Mannschaften zu bespielen. Aus der Jugend, aus der A-Jugend in die Bundesliga Frauen. Wie hast du die Vorbereitung erlebt? Also ich muss schon sagen, dass es ein ganz anderes Niveau ist, was ich erst nicht so richtig kannte, aber ich finde es gut, ich freue mich drauf und ja. War nicht zu hart? Doch, es war schon sehr hart. Du bist noch ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen. Ja, eine Mannschaftskollegin ist ja nicht für dich neu. Was war denn da los? Ja, genau. Also mit Maxi habe ich zusammen in der A-Jugend gespielt, also das Jahr davor. Und wir haben uns auch immer ganz gut verstanden und das hat mir natürlich auch hier geholfen. Das heißt, du hast hier dann eben auch gleich einen Anschluss mit einer alten Freundin und bist nicht ganz so alleine. Ist ja auch toll. Schön. Und dieser große Schritt von zu Hause weg, alleine leben und wohnen, das läuft alles so, wie du dir das vorstellst? Du kommst klar, alles funktioniert? Also es ging schon sehr schnell und das zu realisieren, das dauert noch bei mir ein bisschen, weil das ja doch das erste Mal ist, von zu Hause weg ist und dann auch gleich so weit, aber ich habe die Unterstützung von zu Hause und die Mannschaft ist auch super, ich will mich ja wohl und das passt alles. Toll. Kurze Frage noch zum Schluss. Gibt es eine Bedeutung, eine spezielle für deine 7? Ja, meine Schwester hat die schon immer getragen und mein Opa auch und dann ging das nicht so schön. Also echte Handballer-Dynastie. Dann freuen wir uns auf dich und guten Start in die Saison. Vielen Dank. Emma. Hi. Hi. Ja, Emma ist ja schon quasi ein Oldtimer, ne? Die spielt schon bei uns seit einem Jahr und macht das natürlich schon ganz professionell, locker und flockig am Stehtisch. Wie war das erste Jahr für dich in der ersten Bundesliga? Ja, es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich habe mich super gefreut, dass ich die Chance von euch bekommen habe, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und ich war sehr dankbar über jede Minute, die ich da genießen durfte. Ja. War cool. Ja, auf jeden Fall. Bis Mai kanntest du die Ensehalle ja gar nicht. Ne? Das heißt, du hast nur Idertal kennengelernt. Ja. Ja, genau. Also es war super cool, die ersten zwei Heimspiele jetzt in der neuen Ensehalle. Ich finde, die Halle ist richtig schön geworden. Und es ist auch echt mega, dass dann wieder viel mehr Leute da reinpassen und wir endlich wieder in Bad Wildung vor größerem Publikum spielen können. Ja, ja, finde ich auch. Das ist wirklich schon, für dich ist ja die Überraschung genauso gewesen wie für uns. Nur wir hatten vorher halt ein Bild, wie es mal war. Jetzt ist natürlich alles viel schicker. Du wohnst mit Maxi zusammen und das funktioniert auch. Ja, das sagt nichts Falsches, ne? Das ist mein Ärger. Doch, doch. Nee, mit Maxi und mir funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt nach einem Jahr gefühlt unsere Wohnung endlich mal ein bisschen schön gemacht, ein paar Dekoartikel hingestellt. Und ich glaube, doch, das klappt ganz gut auf jeden Fall. Und Hampi und Joe wohnen ja auch im gleichen Haus wie wir. Und da sind wir alle ganz eng zusammen. Das ist sehr schön. Und Aufgabenverteilung? Hälfte, Hälfte? Oder habt ihr Spezialgebiete? Nee, jeder macht so ein bisschen was. Also wir ergänzen uns da ganz gut, denke ich. Ja. Wir brauchen ja auch Gott sei Dank nicht zu kontrollieren, die Damen sind ja alt genug, ne? Da haben wir Glück gehabt. Du kommst aus Blomberg,
oder Herford geboren. Das ist eine Gegend, die ja auch Handball erfahren und Handball stark ist, nicht ganz weit weg von Farina. Fühlst du dich schon heimisch in Wildungen? So richtig? Ja, ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr heimisch. Ich wurde letztes Jahr sehr gut aufgenommen und mir ist es gar nicht schwer gefallen, mich hier einzuleben. Und es ist ja auch nicht super weit von zu Hause weg. Also ich brauche nur 2 Stunden, bis ich dann bei Mama und Papa zu Hause bin. Deshalb, ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier und freue mich, wenn ich hier sein kann. Schön. Sind die da? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Nee, die sind heute nicht. Heute mal nicht. Sonst sind sie immer da, aber heute mal nicht. Schön. Ja. Dann schöne Grüße. Ja, richtig aus. Dankeschön. Ja, die junge Dame kennen wir schon länger und allerhöchsten Respekt, das muss ich mal ganz klar sagen, neben dem, was sie bei uns im Handball leistet, hat sie ein Abi jetzt gerade abgeschlossen mit 1,2. Ich glaube, das ist sehr gut. Und wir haben auch im Vorfeld mal drüber unterhalten und da bin ich auch sehr realistisch, dass dieses Abi bleibt. Egal, was passiert mit deinen Kreuzbändern oder sonst irgendwelchen Dingen, wenn du 35 bist. Das hast du und das bleibt und das ist einfach, was dir niemand mehr nehmen kann. Gratuliere. Dankeschön. Wie hast du das denn geschafft, beides zusammen? Ja, ich glaube, dass ich natürlich sehr viel gelernt habe. Julina weiß auch, dass ich ganz viele Abendsessions eingelegt habe, auf den Auswärtsfahrten und so. Und dann machst du eine Mischung aus Trainieren, Schlafen und Lernen. Essen auch. Essen natürlich auch noch, klar. Kannst du uns einen kurzen Rückblick geben auf die vergangene Saison? Was waren für dich die persönlichen Highlights? Ich glaube, das letzte Spiel war für mich so ein Highlight. Also die ganze Saison hatte natürlich Höhen und Tiefen und dann am Ende diesen einen Schritt zu schaffen, den souveränen Sieg in Buxtehude, war schon ein persönliches Highlight auch mit der Mannschaft. Ja, das glaube ich auch. Das war ein mega. Der Blick nach vorne. Welche Aufgaben siehst du für die Mannschaft und wo siehst du deine Rolle in der neuen Saison? Also ich bin ja jetzt auch schon 2 Jahre hier, weiß langsam so, wie der Hase läuft. Und da würde ich halt sagen, dass ich da auch als Rückraummitte die Verantwortung übernehmen muss und habe jetzt auch schon 2 Jahre in der Bundesliga und dass ich da vielleicht auch noch persönlich den Schritt nach vorne gehen muss, um ein bisschen mehr den Ton anzugeben. Ja, wunderbar. Führungsspielerin, Junge, das ist doch perfekt. Ja, dann wünschen wir dir genau das und ich ziehe nochmal den Hut für dein Abi, dein nahes Engagement. Zeigt allerdings, und das wissen wir von vielen Arbeitgebern, wo unsere Damen arbeiten, dass die Leistungsfähigkeit von unseren Sportlerinnen und nicht nur unseren wahrscheinlich, aber eben extrem hoch in beiden Bereichen sind Schule, Beruf und Sport, weil sie es halt einfach können. In dem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, nochmal, wir haben eigentlich ganz wenig bis jetzt miteinander zu tun gehabt, ne? Das geht dann alles mal los. Mit Farina haben wir aber nun eine aus dem hohen Norden, eine Spielerin. Du kommst aus dem tiefen Süden. Wie sah denn dein Weg von der Schweiz nach Deutschland so aus? Ja, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, dass ich den Wechsel ins Ausland wagen möchte. Und dann ist auch mal Manu, kommt ja auch aus der Schweiz, auf mich zugekommen. Und dann ja, bin ich mal hier ins Probetraining gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und dann war das einfach klar, das muss der nächste Schritt sein, das kann gehen? Ja, es hat eigentlich alles sehr gut zusammengepasst, auch mit den Trainern und Spielerinnen. Schön. Konntest du dich denn schon in Bildung einleben? Ja, eigentlich recht gut. Also ich wohne jetzt auch das erste Mal alleine. Aber läuft ganz gut bis jetzt. Funktioniert. Ja. Und die Unterschiede zu deinem letzten Ort in der Schweiz, einmal sportlich, einmal menschlich, sind die Menschen hier anders, offener, geschlossener, netter, weniger nett, freundlicher? Was sind deine ersten Erfahrungen mit den Waldeckern, die ja auch ein spezielles Volk sind? Also, nee, eigentlich, also von Menschen her alle sehr offen, sie haben mich alle super aufgenommen, ich fühle mich richtig wohl hier. Und sportlich, das Niveau ist natürlich hier viel besser, das merke ich schon, musste ich mich am Anfang auch ein bisschen daran gewöhnen, aber ich glaube, jetzt habe ich mich schon gut eingelebt. Schön. Du kommst ja aus der Handballakademie, wie war denn dein Leben da? Wie war dein Tagesablauf da? Ja, ich hatte eigentlich am Morgen, meistens um 8 Uhr, hatte ich
Kraft- oder Ausdauertraining. Dann ging ich dort im gleichen Zentrum in die Schule. Dort habe ich auch gegessen. Am Nachmittag hatten wir wieder Handballtraining. Und dann um 6:30 waren wir fertig und gingen nach Hause. Und so ging das dann weiter jeden Tag? Ja, das war... Warum hast du dich dann für dieses wilde Leben im rauen Nordhessen entschieden? Was für Erwartungen hast du an uns? Ja, ich denke, dass ich hier einen Schritt weiterkommen kann in meiner Karriere, viele Erfahrungen sammeln kann und ja. Denke ich. Wird garantiert so sein, weil jetzt wird ja erstmal loslegen. Den härtesten Part hast du ja Gott sei Dank erstmal überstanden. Wandblasen? Ich habe Blasen, ja. Das ist hart. Ja. Aber auch das geht vorbei. Ja. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf eine spannende Saison mit dir. Danke. Vielen Dank. Hanna. Wir kennen uns ja eigentlich indirekt schon ewig. Ne? Ja. Als alter Fan von Fritzlar bin ich natürlich auch oft in Fritzlar gewesen. Wir sind froh, dass wir jemanden aus der Region finden können und konnten. Und das hat ja ein paar Jahre gedauert. So die Nähe hatten wir, dann haben wir mal geredet und haben wir mal geschwärmt. Dann haben wir gesagt, irgendwann muss das doch mal funktionieren. Jetzt hat es funktioniert. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass es jetzt funktioniert hat? Also ich möchte mich ja schon sportlich weiterentwickeln und ich möchte oder wollte den Sprit jetzt auch wagen. Es, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann auch getraut habe, den Schritt zu gehen. Und ja, irgendwie hat es jetzt gepasst und ich habe mich bereit gefühlt und ja. Toll. Wohnst du denn jetzt auch in Bildung wie die anderen oder hast du da noch dein Domizil? Ich wohne aktuell in Kassel, ich studiere ja auch in Kassel, Lehramt, und bin quasi deswegen ja auch nach Kassel gezogen. Ich habe ja dann auch in Fritzlar gespielt und so konnte man das dann besser kombinieren mit Handball und Uni. Mhm. Und ja, wohne da auch in der WG zusammen. Und das hast du aber auch nicht vor zu verändern, sondern es bleibt so, du ziehst dein Studium jetzt parallel noch durch. Genau, erstmal würde ich das so lassen. Ich gucke mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Auch mit dem vielen Training ist es halt schon immer ein Aufwand, diese ganze Fahrerei dann. Aber aktuell, ich fahre ja mit Melina zusammen in der Fahrgemeinschaft. Ich glaube, das ist super gut. Ja. Schön. Wie fühlst du dich im Team aufgenommen? Sehr gut. Also ich finde die Mädels alle super nett. Ich fühle mich sehr wohl. Waren auch alle super aufgeschlossen direkt und ja. Funktioniert. Super. Mit welchen Erwartungen und Zielen gehst du jetzt in die erste Bundesliga-Saison deiner jungen Karriere? Also natürlich möchte ich mit dem Team da erstmal den Klassenerhalt schaffen und dass wir als Team zusammenwachsen. Ich denke, dass wir ein ganz gutes Team haben und uns alle super verstehen und da auf einem guten Weg sind. Und persönlich möchte ich mich natürlich auch weiterentwickeln und mich ein bisschen in der ersten Liga etablieren, ausprobieren. Ja. Schön. Ein paar Worte vielleicht zu dem Wechsel jetzt ins Weikos-Trikot. Wie sieht das dein Umfeld? Haben wir gesagt, ach endlich habt ihr es geschafft? Oder sagen sie, boah, sie sind doch noch schwach geworden und sind nach Bildung gegangen? Oder was sagt dein Umfeld? Nein, die freuen sich natürlich alle und unterstützen mich da auch. Also auch aus Fritzlar und meine Familie, alle meine Freunde, die finden das natürlich toll und unterstützen mich da. Also. Schön. Ja, das ist auch wichtig und ohne das geht sowieso nicht. Ja. Dann wünschen wir uns gemeinsam einen guten Start. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Nele, jetzt wir beiden. Ne? Herzlich willkommen in Bad Wildung. Du bist nicht alleine gekommen, ne? Nee, ich bin mit meinem Freund gekommen. Ja, finde ich gut. Ja. Das macht Sinn. Fühlt ihr euch schon wohl? Bitte? Fühlt ihr euch schon wohl? Ja, wir fühlen uns schon sehr wohl. Ihr habt euch eingerichtet, ihr kommt mit der Umwelt klar, alles funktioniert. Ja, wir haben ja schon in Blomberg zusammengelebt und es ähnelt schon sehr schön idyllisch hier. Im letzten Jahr in Heidelberg war es doch ein bisschen anders. Okay. Und jetzt ein bisschen ruhiger, das ist schon ganz schön. Also auch ein bisschen den Genuss der ländlichen Region. Richtig, ja. Das kann ich nachvollziehen. Ein Jahr Erfahrung in Blomberg, dann zweite Liga Catch und jetzt wieder erste Liga. Toll. Warum? Ja. Ich habe die Chance hier bekommen und ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach darauf, wieder die Chance zu bekommen, in der ersten Liga zu spielen und habe nicht lange überlegt und wollte das dann mit angreifen wieder. Ja, sehr gut. Und wie fühlst du dich im Team aufgenommen? Ich fühle mich super wohl. Die Mädels sind richtig, richtig nett. Und es fiel mir leicht,
sich hier wohl zu fühlen. Ja. Schön. Wenn irgendwas fehlt, wir haben noch genug Publikum, dann können wir den Rest auch noch beibiegen. Ne? Ja. Generell lieber Angriff oder Abwehr? Lieber Abwehr, glaube ich. Ja? Ja. Da ist doch lieber, fühle ich mich wohler in der Abwehr. Okay. Dann mit der jungen Dame abstimmen, ne? Alles klar. Dann wünschen wir dir einen tollen Start mit uns gemeinsam und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Herr Melina, das war ja auch ein harter Kampf, bis wir so weit waren, ne? Ja. Die Vertragsverhandlungen und diese ganzen Mails, die da hin und her gehen und was dann alles noch beachtet werden muss, das ist mitunter halt dann doch sehr aufwendig. Und ich bin ganz glücklich. Herzlich willkommen bei uns. Und du bist die Jüngste im Team. Das ist dir auch bekannt. Ist das problematisch? Nee, ich verstehe mich auch mit den Älteren wie Manu oder sowas auch super gut. Und auch mit den Älteren verstehst du dich. Das ist ja schon mal gut, ne? Wenn man sich auch mit den Älteren verstehen kann. Ja, als Küken der Mannschaft hast du da besondere Aufgaben? Haben sie dir irgendwelche Dinge gleich mitgegeben? Ja, also ich kümmere mich mit Farina zusammen, die Bälle. Und ja, ansonsten halt die normalen Aufgaben mal zwischendurch Bälle holen und ja. Du hast jetzt schon so ein bisschen am Ende der letzten Saison in unseren Trainingsbetrieb reinschnuppern können. War das für dich ausschlaggebend für die Entscheidung oder hast du da eigentlich dann eher ein bisschen Respekt gehabt und hast gesagt, naja, doch ein bisschen viel? Also Respekt hatte ich generell schon die ganze Zeit, weil es halt doch erste Bundesliga ist und den Schritt von dritte Bundesliga zur ersten Bundesliga ist halt auch gewaltig und um da erstmal anzukommen, war das schon ein kleiner Schock im ersten Moment. Aber ansonsten hat das auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich am Ende hier für entschieden habe und auch wegen der Mannschaft, das war ein großer Aspekt, weil wie schon alle gesagt haben, das Team ist super toll und ich fühle mich auch richtig wohl. Toll. Du bist ja aus der Region, du wohnst immer noch im Baunatal. Wie muss ich mir so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Ja, also ich gehe noch zur Schule, also um 8 Uhr bin ich dann dort und meistens immer bis nachmittags und von da aus fahre ich dann entweder direkt ins Training oder ich gehe nochmal nach Hause und esse, wenn Mama gekocht hat. Ja, das ist ein guter Tipp. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder nach Hause und schlafen, für die Schule bereit machen am nächsten Tag. Ja, klar, ist ein voller Programmtag, ne? Das glaube ich auch. Die ersten Eindrücke vom Team, was haben wir jetzt erlebt in Holland? Was waren da deine Erfahrungen? Auf jeden Fall super lustig. Naja, Tessa Hörsel war super lustig. Das ist doch mal eine neue Erfahrung. Aber natürlich auch sehr anstrengend, aber als Team sind wir da nochmal sehr zusammengewachsen. Und jeder kennt sich jetzt richtig gut, man ist richtig offen zueinander und ja, ich glaube, das Trainingslager hat uns allen sehr weitergeholfen. Schön. Zeig mal deine Hände. Meine Hände sind schon. Oh, keine Brandblasen, also das ist dann schon mal ein gutes Zeichen. Zum Schluss vielleicht noch kurze Frage, mit der 24, hat das für dich eine besondere Bedeutung? Ja, also meine Mutter hatte und mein Bruder haben auch immer die 4 gehabt und in Fritzlar hatte ich auch immer die 44 und in Baunatal auch. Und ich habe mir gedacht, vielleicht das neue Kapitel beginnt vielleicht noch mit einer neuen Nummer. Und deswegen habe ich mich für die 24 entschieden. Ja. Dann wünschen wir dir genau das. Danke. Viel Spaß und viel Erfolg mit uns. Ja, du hast jetzt ein Jahr rum, ne? Und? Ja, also man muss sagen, das eine Jahr ging schnell rum. Höhen und Tiefen, war alles dabei. Mal hat man verloren. Mal hat man so Spiele wie in Buxte und da läuft alles. Aber dafür spielt man Handball, oder? Ja, Gott sei Dank. Und das noch erstklassig. Also das ist mal eine ganz klare Ansage. Neben dem Handballsport studierst du. Was machst du da genau? Ich studiere Psychologie. Aktuell noch bei mir an der Uni zu Hause. Aber jetzt ab dem Wintersemester habe ich mich für ein Fernstudium entschieden, weil das einfach, ja, praktischer, einfacher ist, das alles zu regeln und ich muss nicht immer nach Hause fahren, wenn ich Prüfungen habe oder so. Das heißt, da löst du dich jetzt und kannst das dann von zu Hause aus regeln. Genau. Und hast dann einfach ein bisschen weniger Aufwand und Stress. Ja, genau. Vor allem halt auch der praktische Teil, der in der Uni anfällt, den kann ich schwer jetzt machen, wenn man 4 Stunden immer hin und her fahren müsste. Deswegen war das jetzt die Lösung Nummer 1. Kann ich nachvollziehen. Du hast ja jetzt zum zweiten Mal
die Vorbereitung durchlebt, muss man eigentlich sagen. Man kann sagen, ertragen oder durcharbeitet. Aber eigentlich hast du es ja wahrscheinlich jetzt zum zweiten Mal erlebt. Und hat sich was geändert? Ist es härter, weicher, schöner? Also ich muss sagen, das zweite Jahr jetzt ist mir ein bisschen schwerer gefallen, weil man nun weiß ja, was auf einen wirklich zukommt. Man kennt den Schmerz. Im ersten Jahr ist das so, ja, die anderen, die reden nur, das kann ja nicht so schlimm sein. Und jetzt weiß man halt, das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das hat sich jetzt bestätigt. Das ist eine harte Sache. Wenn du mal irgendwann zwischendurch einen Moment Zeit hast zu verweilen und dich irgendwie auf dich besinnst, was ist dein Lieblingsort rund um Wildungen oder in Wildungen? Gibt es da irgendwas? Also ich muss sagen, ich bin gerne draußen. Leider habe ich bei mir in der Wohnung keinen Balkon, deswegen nicht so oft draußen, aber wenn ich dann mal rausgehe, ist bei mir in der Nähe ein kleiner Park. Helenthal? Wie bitte? Das Helenthal oder welchen kleinen Park meinst du? Ich glaube, ja, ich weiß. Kleiner Park. Und das könntest du dann schon so mit in den Lieblingsplatz einziehen? Genau, ja, also wenn meine Familie da ist und die den Hund mitnehmen, dann gehen wir auch oft da spazieren. Ja, das ist ruhig da, grün, ein bisschen wie bei mir zu Hause, das erinnert mich an meine Heimat, da gefällt es mir sehr. Ja, schön. Das würdest du deinen Mitspielerinnen, deinen Neuen auch empfehlen, Helenthal? Zum Runterkommen? Ja, klar. Absolut, ne? Ich auch. Am besten mit mir zusammen. Das war's so. Mach das zusammen, genau. Vielen Dank. Sehr, sehr gute Moderation. Dann kannst du das nächstes Jahr hier machen, ne? Ja, Maxi, jetzt wir beiden, ne? Ja. Ja. Ja, aber Maxi hat eigentlich die weiteste Anreise, wenn man es mal auf den Geburtsort bezieht. Maxi kommt aus Kanada, ist aber jetzt auch schon eine ganze Zeit lang da. Und dann die Highlights sind immer, wenn deine Familie da sind. Da finde ich faszinierend, was ihr alles so unternehmt und wie ihr zusammenhaltet. Das finde ich echt mega. Danke. Wie kommt man denn von Kanada nach Deutschland zum Handballspielen? Das ist doch eine besondere Story, oder? Also, ja. Also ich habe in der Schule erst Handball gespielt, in 2017 habe ich angefangen und mein Trainer in Alberta kannte einen Trainer hier in Deutschland und wir haben viele Reisen nach Europa gemacht, um Handball zu spielen, weil Handball ist kein Sport in Kanada und ja, und dann der Trainer hier in Deutschland, der Olaf Schimpf, der trainiert auch in Bad Schwartau, wo Trainer nicht gespielt haben. Er hat mich gefragt, ob ich ja hier in der ersten oder eigenen Bundesliga spielen wollte und auch in der dritten Liga. Und ich habe gesagt, ja, weil man kann keine Karriere als Handball in Kanada machen. Also ich habe mich entschieden, hier zu kommen. Und dann habe ich in der eigenen Bundesliga und dritten Liga gespielt. Und dann ja, kam ich hier nach Bildung an und ja, konnte ich nicht Nein sagen, wenn man das so Bundesliga spielt. Und über welche sportliche Station bist du dann zum Schluss zu uns gekommen? Was war vorher für ein Verein? Wo warst du? In der VfL Bad Schwartau und im Stadler. Ja. Davor das, ja. Dann habe ich das jetzt wieder zusammen. Und in der Bundesliga hast du gespielt. Wie war die Saison für dich, die letzte? Es war schon eine richtig gute Erfahrung. Also ich war richtig nervös und ich wollte mich ganz viel Erfahrung sammeln und in der ersten Bundesliga etablieren. Und ich bin sehr, sehr dankbar für alle die Minuten, die ich bekommen habe. Und ja, also diese Saison will ich das weitermachen, weiterarbeiten, weiter von Martin und Tessa lernen und die Klassenerhalt schaffen mit der Mannschaft. Schön. Du hast ja nebenbei noch Nationalmannschaft gespielt, ne? Kannst du uns da kurz ein paar Worte zu sagen? Ja, also dieses Jahr waren wir in Grönland für unsere Weltmeisterschaft Quali und leider haben wir in der Finale mit 2 Toren verloren. Und, aber das ist das beste Ergebnis von Kanada seit 1999. Also ist das ein bisschen schade, aber wir nehmen das. Schön. Du wohnst mit Emma zusammen und Emma hat wohl irgendwie, weiß ich nicht, wir wollten mal was rausfinden, wie es denn so mit den Kochkünsten bei euch aussieht. Ja, also es geht ganz gut mit Emma und wir können beide gut kochen, denke ich. Aber okay, also läuft das fantastisch. Ja, so würde ich sagen. Bei beiden gleich? Ja. Ah, schon. Dann kocht einer und einer räumt auf, oder wie macht ihr das? Nee, wir kochen getrennt, also jeder hat sein eigenes Gespäck. Ah, okay, das ist natürlich aufwendig. Schön, ja, dann wünschen wir uns eine gemeinsame tolle Saison.
Danke. Grüß deine Eltern, sehr sympathisch auch. Vielen Dank. Danke. Ja. Erstmal große Gratulation zu deiner Entwicklung. Was da so passiert ist, fanden wir wirklich toll, die beiden Jahre. Klasse. Dieses Jahr haben wir mit dir und Nele ein neues Duo auf der Kreisposition. Das freut uns natürlich auch mega und da gibt es natürlich jetzt eine Menge zu tun. Wie siehst du deine Entwicklung bei den Vipers? Ja, also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Chance hier bekommen habe. Denke, dass ich mich hier echt gut entwickeln konnte. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, aber auch generell im Training und die Trainingsmöglichkeiten hier genutzt und ja, hoffe, dass ich das weiter nutzen werde und ja, werde immer mein Bestes geben. Ja, das ist gut so. Du hast ja auch abseits des Spielfeldes dein Bestes gegeben und hast deine Ausbildung als PTA erfolgreich abgeschlossen. CTA. Ja. Entschuldigung. Da gratuliere ich natürlich. Mega, mega toll. Das muss man mal nebenbei hinkriegen. Kannst du uns noch ganz kurz sagen, was es genau ist, CTA? Das ist die Abkürzung für chemisch-technische Assistentin. Gut, dann weiß es jetzt jeder. Und das hast du jetzt während der Zeit hier komplett fertig gemacht, ne? Genau, zwei Jahre. Unglaublich, toll. Gibt es denn in Bildung oder Umgebung irgendwelche beruflichen Schritte? Gibt es da Möglichkeiten für dich oder bist du da leider? Ja, also ich habe in meiner Ausbildung ein Praktikum gemacht bei Solofarm in Melsung, also ist ja hier in der Nähe. Und da fand ich es auch super toll, also die Menschen da und die Umgebung, das hat mir echt gut gefallen und ja, überlege mich da jetzt auch zu bewerben und ja. Toll, genau. Ich habe hier stehen, das muss ich jetzt mal sagen, das haben Simon und wahrscheinlich Tamara echt toll vorbereitet, nochmal einen klaren Hinweis, liegt es denn vielleicht an der WG mit deiner Mitbewohnerin, dass das alles so gut funktioniert? Ja, also ich muss sagen, Annika ist meine WG-Partnerin, also die beste WG-Partnerin, die man sich vorstellen kann, glaube ich. Also so für mich, wir ergänzen uns echt sehr gut in allem und ich glaube, ich würde auch, also ich habe auch zu Tessa gesagt, davor das Jahr, dass ich mit keiner anderen in die WG möchte, außer wenn es Annika ist. Du, bei euch muss das ja wirklich so gewesen sein. Lernen, 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 Sport, 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 Essen, Essen, Essen. Das wird es wahrscheinlich nie funktioniert haben bei euren beiden Leistungen. Toll. Wie siehst du deine Rolle in der neuen Saison? Ja, also letztes Jahr war ich ja auch schon viel in der Abwehr gesetzt und bin mir dem auch bewusst, dass ich dieses Jahr Abwehr und Angriff viel Verantwortung übernehmen muss und versuche das so gut wie möglich umzusetzen und bin da, sage ich mal, positiver Dinge, dass ich das hinbekommen werde. Wir drücken die Daumen und wir wissen, dass du es kannst. Und jetzt hast du noch mehr Zeit, weil du ja fertig bist mit der Ausbildung. Vielen Dank. Jessie, wir beiden mit Dolmetscher. Na, das ist ein, wir haben überlegt, ob wir es auf Englisch machen, aber wir haben gedacht, naja, ich habe so schöne Fragen vorbereitet bekommen, dann machen wir das lieber auf Deutsch. Herzlich willkommen erstmal. Das kann jeder. Hallo. Wir sind ja eine Region, die traditionell unheimlich stark auch mit Holland verbandelt ist. Sehr viele Holländer sind hier zu Gast. Wir haben einen Ort, der heißt Tüttingen, der ist, glaube ich, schon fast komplett in holländischer Hand. Und wir haben sehr viele Skifahrer in Willingen, im Waldecker Land. Wir haben alles. Hattest du denn schon mal von Bad Wildungen gehört? War das schon mal irgendwo gefallen, dass das so eine kleine Dependance von Niederlanden ist? Ja, ich habe es schon mal gehört von Bad Wildungen. Aber nicht so ganz viel, hat sie gesagt. Was hast du denn gehört, Jessie? Nou, ik heb schoonmaal gespeeld in Amsterdam met Jessie, zoals ze wijst als ik daarheen gegaan was. En zo had ze een beetje gehoord van de eerste Bundesliga Bad Wildungen. Ah, oké. Okay. Ja. Wahrscheinlich, ja. Du kommst von der niederländischen Handballakademie. Wie war dein Alltag so im Verhältnis zu den Schweizern? Wo wir auch schon mal gehört haben, was sie in der Akademie gemacht haben. Ja.
Okay, ja, Jesse hat schon mal gewohnt in Papendal. Ich weiß nicht, wenn Leute das kennen, aber das ist die Akademie in den Niederlanden. Und da wohnt man auch in die Woche schon mal alleine, so das war sie schon gewohnt. Aber im Wochenende geht sie immer noch zu deinen Eltern und jetzt ist das nicht so. So jetzt ist sie die ganze Woche alleine und nu in een kurze Urlaub oder freie Wochenende fahrt sie mal nach den Niederlanden. So das ist ein bisschen anders. Okay, und da habt ihr dann morgens auch Sport? Dann mittags Handball, morgens Krafttraining, dann hinterher Handball oder wie lief der Tag? Ja, in der Akademie hat sie morgen früh immer Krafttraining und dann geht sie zur Schule und dann hat sie abends nochmal Training in Halle. Ah, so ähnlich wie in der Schweiz eigentlich auch. Ja, genau. Wie bist du zum Handball gekommen? De moeder en oma van Jesse had dat schön gespeeld, zo had ze gezegd, dan mag ik dat ook. Also, een richtige handbaldynastie. Alle spielen handball. Ja. Wie war deine letzte Saison bei Amsterdam? Ja, es war sehr gut gelaufen. Ze sind ook kampioen van de Nederlandse Eredivisie geworden. Zo, dat is goed. Meister geworden, nicht Kampion, ist gut. Meister geworden in den Niederlanden. So, das ist. Alles gut gelaufen. Ja. Was war denn der Grund, dass du nach Deutschland gekommen bist? Zu uns? Warum bist du denn nach Deutschland gekommen? Zu uns? Na, jetzt möchte ich gerne ein bisschen höher Handball spielen und dass die erste Bundesliga ein bisschen höher ist dan de Eredivisie, möchte ich gerne hier mal probieren 10 Minuten zu machen. Okay. Wenn du nicht Handball spielst, was machst du dann gerne? Shoppen? Ja, Shoppen, das ist ein bisschen noch nicht ganz so perfekt, da arbeiten wir dran. Aber vielleicht können wir dir was anderes bieten. Hast du denn schöne Ecken in Bad Wildungen gefunden? Schöne Plätze? Schöne Gegenden? Stadion zu laufen, sehr schön. Nee, sie war schon mal im Kassel. Da kannst du auch gut shoppen. So. Es geht. Aber was anderes in Amsterdam haben wir, ja. Aber wenn ihr beiden jetzt schon mal da steht, wir haben noch ein paar Bilder vorbereitet. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein paar Worte dazu sagen. Oh ja, ja. Da sieht man sie jetzt von hier aus ein bisschen schlecht. Ich hoffe, von... Ja, hier sind wir in Sand, einfach was Schönes anzumachen. Und wie das gewinnt, hat ein Bonuspunkt. So, dann musst du einmal weniger laufen oder einmal weniger Einkraftübung machen. So, das machen wir hier. Hier sind wir Norma und Handball, glaube ich. Die machen die Unterarmstützen, seitlich. Sehr schön, Kraftzirkel. Hier laufen wir Hand in Hand in die Düne. Das war sehr schwer, want die letzte muss immer schneller laufen, dan die vorne läuft. So, du ziehst in deine Arme. Hier müssen wir noch mal hoch in die Düne. Das ist die letzte Mal, glaube ich. Eigentlich von die letzte Mal. Aber ich bin sehr tief. So, das ist schwierig. Hier müssen wir unter die Arme durch von den anderen Mädels. Hier haben wir einen Ball und den müssen wir hochhalten mit unserem Kopf, nicht mit unseren Händen oder was anderes. Und so haben Hampel und Julia, glaube ich, das gemacht. Na, das war's in die Kraftzirkel mit Matt. Das war keine Ahnung. Oh, jetzt müssen wir uns wieder tragen. Das war's, glaube ich. Da geht's noch weiter? Oh, es geht noch weiter. Ja, hier müssen wir auf unsere Rücken wieder von den Berg wieder runter. Ja, und als wir hochgegangen sind. Ja, das war sehr schön. Das war in kaltes Wasser. Mussten wir zusammen einhaken. Dann mussten wir ins Wasser liegen. Und wir mussten uns nicht berühren, einfach liegen bleiben, bis wir weer terug sind bei, bei Maat und Tessa. Das war sehr kalt übrigens. Hier haben wir Boot gefahren in Alkmaar. Das war schön, ja, das war ruhig. Na, das ist einfach ein Foto von uns alle. Ein schönes Foto, ne? Das sieht doch gar nicht so nach Grillen aus, muss ich sagen.
Da gab es schon gemeinere. Humble ist sehr groß hier. Sitzt immer auf den Zähnenspitzen und sie möchte gerne größer sein. Ja. Dankeschön. Schöne Fotos, schöne Bilder. Ja, Lukas, darf ich dich? Nein, Lukas möchte nicht. Er muss lieber nach unten. Da ist Lukas. Da ist der Lukas. Ja, Lukas, du bist zu uns gekommen. Du bist Physio. Du bist schon eine ganze Zeit in Bildung und jetzt das erste Mal im Trainingslager dabei. Du bist mit Lea die eigentlich, die beiden, die das Physioprogramm jetzt gestalten, die sich um alles kümmern, die sich da massiv einbringen. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber ich habe vorher Sportwissenschaft studiert in Mainz und habe da schon als Athletiktrainer eine Weile gearbeitet und festgestellt, dass die Arbeit im Sport mit Athleten mir ziemlich viel Spaß macht. Bin dann hierher gekommen, um nochmal den Physio draufzusetzen, weil ich gerne mit den Händen arbeite, plus das ganze sportmedizinische Wissen um Anatomie und so weiter mich einfach wahnsinnig interessiert. Und ich schon in Mainz ein bisschen im Leistungssport gearbeitet habe und dann halt mich hier umgeschaut habe, auch in meiner Heimat, muss man dazu sagen, was es hier für Mannschaften gibt, für Teams gibt, wo das irgendwo oder wo ich mich einbringen könnte. Und da gibt es in erster Linie die Vipers, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da habe ich mich dann mal initiativ beworben und gesagt, was ich bisher so gemacht habe und dass ich Lust hätte, mich einzubringen. Auf dem Wege wurde ich dann mal eingeladen und bis jetzt haben wir uns irgendwie ganz gut verstanden, deswegen bin ich, glaube ich, noch hier. Ja, super, das war doch mal eine Traumkarriere. Dann habe ich mitgekriegt, du hast ja an dem legendären Chris Bremmer Gedächtnislauf teilgenommen. Ja. In Holland, ja, 15 Kilometer. Richtig, richtig. Also man sagt, es waren 25, glaube ich, aber... Gut, ja, wahrscheinlich waren es 26, aber auf jeden Fall warst du der, der noch richtig mithalten konnte, ne? Wurde mir von den Damen berichtet. Ja, ich habe natürlich gewartet, bis die Vorbereitung langsam ihre Zeichen an die Mädels hinterlässt und als dann alle nur noch gehumpelt und auf allen vier unterwegs waren, da habe ich meine Chance gesehen und bin natürlich dann leicht trabend vorweg. Hast du dir dann die Hebel zugezogen von den Damen? Leicht traben vorweg, glaube ich, das war dann in dem Moment sicherlich... Ja, es ist immer einfacher, wenn man den später irgendwo, auch vielleicht im Athletischen oder mal bei der Übungsausführung, glaubt, irgendeine Verbesserung haben zu müssen, wenn die denken, dass man auch was kann. Und dann muss ich mir natürlich irgendeine Chance suchen, mich zu beweisen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Für viele unserer Gäste, die dich schon bei den Spielen gesehen haben, bist du ein bekanntes Gesicht. Was machst du denn sonst noch, wenn du nicht gerade deine Physioarbeit bei den Vipers ableistest? Ja, mich natürlich der Physioausbildung noch widmen und ich bin ein Naturmensch, also ich verbringe viel Zeit draußen, Wald, Wasser, Angeln, draußen schlafen, so Geschichten, ab und zu vielleicht auch selber noch ein bisschen Sport treiben, so kriege ich den Tag ganz gut rum. Schön. Dann freuen wir uns auf eine tolle Saison mit dir, möglichst wenig Arbeit im harten Bereich und den normalen Pflegebereich dann. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, Stefan, darf ich dich, Nocke, Stefan, wie du möchtest, mit der mildesten Frisur, das ist sicherlich jedem schon mal aufgefallen. Stefan hat einen besonderen Haarschnitt, eigentlich immer, außer heute. Er hat mir es eben auch nochmal erklärt, warum es eben jetzt so zivil geworden ist. Aber du machst das jetzt schon ein paar Jahre mit uns, bildest sogar ältere Damen aus. Als Torwarttrainer muss man sich natürlich bei uns mit älteren Damen befassen, das haben wir ja heute schon mehrfach gehört. Wobei ich das ein bisschen relativieren darf, manchmal bildet Manu auch mich aus. Das ist manchmal spannend, ja. Ja, aber es gibt immer viel zu tun. Wie zufrieden bist du mit dem Engagement der Turnfrauen im Training? Ich bin in der Vorbereitung bis jetzt noch nicht dabei gewesen, ab dieser Woche, aber generell weiß ich, dass beide Bock haben, Gas geben und auch ein sehr gutes Duo bilden. Und wenn ich mit Rat und Tat in irgendeiner Form zur Seite stehen kann oder auch gerne mal sich um mich lustig machen, lebe ich auch immer gerne für, egal ob es die Haare sind oder ich bin auch ein tollpatschiger Mensch manchmal und rede auch manchmal schneller, als ich es dann umsetze. Ist immer so eine Inkonstante, da bin ich dann gerne bereit. Gerne den einen oder anderen Joke, gerade von Manu, nehme ich dann auch gerne an. Das kann ja auch an deinem Beruf zu legen, ne? Mag vielleicht sein. Was machst du im richtigen Leben? Ich bin selbstständiger Rechtsanwalt, auch wenn man mir das vielleicht nicht unbedingt glaubt und abnimmt, aber ist tatsächlich doch, so. Doch, ich weiß es, es ist so.
Ja, genau. Ich habe eine kleine Kanzlei und ja. Was darf denn bei Trainingseinheiten für Torfrauen auf keinen Fall fehlen? Das ist immer eine Mischung, ne? Also man kann unterschiedliche Schwerpunkte setzen, sind koordinative Sachen, technische Sachen, Stellungsspiel, aber man glaubt das gar nicht, wie komplex das Torwartspiel in Gänze ist. Gehört sicherlich auch nochmal Videovorbereitung mit dazu, weil es ist ja letztendlich nochmal ein Team im Team, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und man muss sich auch der Tatsache bewusst sein, dass man vielleicht 59 Minuten keinen Ball hält und dann vielleicht in der 59. Minute und 3 Sekunden vor Schluss einen entscheidenden Ball hält. Ne? Und das ist halt das Spannende am Torwartspiel, dass man dann trotzdem irgendwo seine persönliche Duftmarke setzen kann. Und wenn ich meinen Teil mit dem Rad irgendwo dazu beitragen kann, dann mache ich das sehr gerne. Nein, finde ich gut. Keine Frage. Wann denkst du mal nicht an Handball und was machst du dann, wenn du nicht in der Kanzlei sitzt und nicht an Handball denkst? Das ist eine gute Frage. Meistens sitze ich im Zug. Ich tue mich mit relativ vielen Schaffnern schon auf dem Weg von Unna nach Kassel. Also das ist immer ganz spannend. Ja, und ansonsten wissen ja viele von euch, dass ich eine Leidenschaft für den schwarz-gelben nicht-deutschen Meister habe. Also ich habe eine Dauerkarte. Das ist eigentlich auch so mein Hauptding. Ich fahre viel Fahrrad, habe eine Tochter, die 17 ist. Ja, bleibt dann auch schon nicht mehr viel Zeit. Ja, das glaube ich. Ja. Es ist ein engagiertes Fahren und ein engagiertes Leben. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja selber Handball gespielt und mich würde mal interessieren, wie du dich fühlst, wenn der Trainer laut wird. Wie oft passiert das und wie fühlst du dich da? Oh, bei Tessa, also wenn ich bei Tessa gespielt hätte, ich glaube, wir wären nicht Freunde geworden. Also weil ich auch, oder Teutern sagt mir immer so ein gewisses extrovertiertes Dasein nach. Kann ich bei Larissa noch nicht so ganz sagen. Manu hat das manchmal auch, wenn sie sehr impulsiv ist. Also ich war ein ähnlicher Spielertyp, aber man sagt ja nicht umsonst, dass Torhüter vielleicht ein bisschen anders sind, weil irgendwie muss man anders sein, wenn man sich die Bälle da um die Ohren schießen lässt. Aber letzten Endes, ich glaube, wir sind ja echt gut aufgestellt und ja, es ist immer wieder eine Freude, hier hinzukommen und ich bin froh, hier zu sein, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke. Und dann machen wir das so weiter. Ja, Marc. Oh, nächste Holländer. Ja, der nächste Holländer kommt. Maat, wir haben uns ja nicht nur auf dem Spielfeld neu aufgestellt und neu formiert, sondern wir haben das große Glück, mit Maat einen echten Profi an Tessas Seite bekommen zu haben, der Bundesliga-Erfahrung hat, der Neckarsulm gemanagt hat, der auch dort den Klassenerhalt gemacht hat und der sich also schon sehr früh und sehr klar zu uns bekannt hat. Und wir sind natürlich da mega glücklich darüber, dass es dich gibt und deswegen herzlich willkommen. Vielen Dank. Den Damen merkt man ja die Anstrengung des Trainingslagers an. Es gibt ja auch interessante Fotos. Wie war es für dich? Erzähl mal ein bisschen. So, also ich habe nie gewusst, dass Tessa ab und zu genauso verrückt ist wie ich. Ob das gut ist für den Mädels, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, ich habe mich mega gefreut auf das Trainingslager. Ich habe mich auch echt gefreut, so die Übungen von Tessa anzuschauen. Es war nochmal anders, wie ich gewohnt war. Ja, da habe ich noch so ein bisschen meine eigene Übungen da reingemixt. Ja, das glaube ich. Wenn das natürlich jetzt nochmal ergänzt wird durch zusätzliche gemeine Übungen, dann wird das Trainingslager natürlich nochmal eine Nummer härter. Also ich kann mir auch vorstellen, keine leichte Zeit für die Damen, und das haben wir eben gehört, das zweite Mal noch härter als das erste. Also das zeichnet euch dann ja doch gemeinsam aus, ne? Genau. Einzeln unausstehlich, gemeinsam unausstehlich, ja. Deine letzte Saison Neckarsulm haben wir ja als Weibers mit einem spannenden Spiel hingekriegt. Wie hast du das zu der Zeit empfunden? Also das Spiel, was ich noch gegen den Weibers gemacht habe, meinst du? Ja. Ja, so, das war natürlich alles so ein bisschen scheiße natürlich. Nicht, dass es schon veröffentlicht war, aber ja, dass Tessa und ich noch gegeneinander spielen müssten. Also ja, wir haben natürlich gedacht, ja, also, wir können auf jeden Fall Ausgleich machen, aber mir sieht vielleicht auch wirklich scheiße aus. Deswegen haben wir auf jeden Fall beide versucht zu gewinnen. Ja. Und dann am Ende hat es ganz gut funktioniert mit für beide ein Punkt. Also die Leute, die dabei waren, also wir haben nachher in der Kabine nochmal gefeiert zusammen, aber natürlich nicht so da, wo alle Fans von Neckarsulm bei waren. Ansonsten habe ich dann Ärger bekommen. Also. Das ist, glaube ich, eine spannende Situation gewesen. Ne? Wie kamst du zum Handball? Was macht dein Handballleben? Ich glaube, du bist dein Leben lang schon unter dem Handball unterwegs, oder? Nö, ich habe bis 14 Jahre alt Fußball gespielt. Okay.
bin ich mit 14 angefangen. Ja, und dann hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, bis ich 29 Jahre alt war, Kreuzbandriss, und habe ich gedacht, so, jetzt ist Zeit, Trainer zu werden. Jetzt ist es Zeit dazu, ne? Und jetzt hast du es geschafft. Wie siehst du deine Funktion bei uns? Was ist deine heutige Funktion? Ja, natürlich, also die rechte Hand von Tessa natürlich. Also Tessa und ich quatschen natürlich echt viel, haben auch viele gemeinsame Gedanken. Und ich unterstütze natürlich so viel wie möglich Tessa, wo es geht. Und ja, vor allem natürlich die Mannschaft auch. Okay. Und die erste Erfahrung mit dem neuen Kader und den Vipers, entspricht das so deinen Erwartungen? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mich natürlich entschieden für den Vipers, weil das einfach ja, der einzige Verein ist in der ersten Bundesliga, die so viel kämpft. Und ja, ab Tag 1, dass ich hier gekommen bin, habe ich das bis jetzt noch gesehen bei allen Mädels. Auch im Trainerteam, also das ist gut und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch so behalten. Ja, finde ich ausgezeichnet, ist eigentlich auch die Ansprache, die wir natürlich am allerliebsten hören. Vielen Dank dafür, für den Kampf, den wir seit Jahren erfolgreich bestreiten. Du bist mit Tessa im Team, Trainergespann, habt ihr euch schon gut zusammengefunden? Noch einmal? Ihr seid im Trainergespann gemeinsam unterwegs, hast du dich da schon zusammengefunden, habt ihr euch zusammengefunden, abgestimmt oder seid ihr noch in der Phase der Abstimmung? Nö. Wir haben uns auf jeden Fall schon gefunden. Aber es gibt natürlich noch mehr taktische Sachen, was wir so besprechen müssen. Aber müssen wir auch erstmal schauen, ja, wie es dann funktioniert mit den Mädels zum Beispiel. Aber ich bin 100% sicher, dass wir da auskommen. Und ja, dann kämpfen wir diese Saison für auf jeden Fall Klasseerhalt und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, das wäre eine gute Sache. Schwerpunkte kann man schon ausmachen, die du im Training übernehmen möchtest. Gibt es da Schwerpunkte, die schon zu erkennen sind? Athletik, Kondition, keine Ahnung. Also die Mädels haben noch nicht alles mitbekommen, was ich schon mache ins Training. Aber ja, mein definitiver Stärke liegt auf jeden Fall in die Abwehr. Und ja, ich muss sagen, ich habe noch viel mehrere Übungen, aber ich kann nicht so viel dazu sagen. Nein, wir wollen natürlich alles rauslassen. Ne? Für die Mädels. Ja, dann danken wir dir vielmals. Und freuen uns auf eine richtig spannende Saison mit dir und dein Kampfgeist, dein Auftritt, das macht uns viel Freude und wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Marc. Ja, Tessa. Sonst? Tja, mal was anderes. Andere Saisoneröffnung. Gefällt dir? Gefällt dir nicht? Ja, sehr schön. Vor allem nach Corona, dass man einfach mal wieder zusammen sein kann. Location finde ich auch richtig gut. Ist auch mal wieder was anderes. Schön, dass es auch mal maritim stattfinden kann. Wir sind glücklich. Ja, das kann man doch mal so hinnehmen. Ne? Stimmt das alles, was wir heute gehört haben? Du weißt, dass ich ferngelenkt bin mit Zetteln. Haben wir irgendwelche großen Fehler reingehauen? Irgendwelche Dinge verbreitet, die nicht wahr sind? Nö, du hattest alle Namen richtig. Und hat schon alles gestimmt. Die Mädels waren ehrlich. Mannschaft ist super, coole Stimmung. Trainingslager war anstrengend, aber von nichts kommt nichts. Und von daher haben wir wenig Mitleid gehabt. Ne? Das hört sich so an, ne? Kein Mitleid, das glaube ich auch. Kannst du den Kader denn schon so ein bisschen einordnen? Hast du schon eine Vorstellung, wie du deine Spieltechnik aufbaust, was du mit den Spielerinnen, wie du sie siehst? Ja klar, ich meine, wenn man Spielerinnen, ich sag mal, einkauft, hat man natürlich immer klare Vorstellungen, was man mit den Spielerinnen erreichen möchte. Und Marta hat es vorher schon gesagt, Marta hat auch ein ganz cooles Wort immer reingebracht, das ist das Fibers-DNA. Und das war bei uns eigentlich ausschlaggebend, dass wir junge Spielerinnen verpflichten, die aber absolut kämpfen möchten, eine Leidenschaft haben und die sich entwickeln möchten, die gut zuhören und das versuchen umzusetzen, was wir die beibringen. Und ich denke, da haben wir wirklich sehr, sehr viele tolle junge Mädels dazu geholt. Es ist für die Mädels natürlich immer eine riesen Chance, jetzt in der Bundesliga sofort spielen zu können, zu dürfen. Es bringt natürlich schon auch ziemlichen Druck mit. Ich hoffe, dass die Mädels den Druck standhalten können und dass sie auch die Chance kriegen, sich in Ruhe weiterzuentwickeln. Die haben alle mega Potenzial, aber wenn natürlich sofort der Abstiegskampf dazu kommt und manchmal Kritik von außen, dann muss man die auch so ein bisschen beschützen sozusagen. Aber wir haben unglaublich große Talente bei uns. Ich freue mich auch, dass wir jetzt zwei Talente aus der Gegend verpflichten können. Das ist natürlich auch
schön für das Umfeld hier. Und wir freuen uns einfach total, mit diesen Mädels arbeiten zu können, weil die unglaublich lernfähig sind, kämpfen können. Und das ist das, was wir schon jahrelang präsentiert haben und jetzt auch wieder in diese Saison reinwerfen können. Ja, ich glaube, das ist, wissen wir alle, das ist unsere große Stärke. Und Marc hat es ja auch nochmal auf den Punkt gebracht. Das ist der Grund, warum diese Vipers-DNA auch in einer Liga, die teilweise mit dem zehnfachen Geld umgehen, Vereine wie Bietigheim, dass es uns gibt und dass wir den Willen und den Kampfgeist haben, das auch so zu belassen. Kannst du denn schon mal so einen kleinen Report geben über die Zusammenarbeit mit Marc? Das funktioniert aus deiner Sicht? Du hast alles im Griff, hoffe ich. Ja, mit Marc und mir funktioniert es sehr gut. Ich glaube sogar so gut, dass es ziemlich nervig für die Mannschaft manchmal ist. Wir haben beide sehr, sehr viel Energie und sind sehr positive Menschen. Und ich glaube, wenn man das im Trainingslager, wo man selber so kurz vorm Sterben ist, um sich rum hat, ist das, glaube ich, manchmal sehr nervig. Aber wir haben uns schon sehr gut eingespielt. Ich glaube, wir haben sehr viele gleiche Ideen. Wir sind immer dafür, lieber was Neues auszuprobieren, anstatt sich einfach abschießen zu lassen. Und man hat auch schon im Training gemerkt, dass das einfach richtig geil ist, wenn man jetzt ständig zu zweit ist. Ne? Wenn ich links was erkläre, kann er rechts was erklären. Und das ist auch, was die jungen Mädels verdienen. Wenn man sich entscheidet für einen Verein, wo man lernen möchte, dann sollte man auch so viel wie möglich Input kriegen. Und das hat bis jetzt, glaube ich, super funktioniert. Nein, macht auch wirklich genau diesen Eindruck. Ich bin sehr glücklich, dass das so funktioniert. Wo stehen wir aus deiner Sicht gerade in der Vorbereitung? Wo stehen wir? Wie weit sind also die Mädels stehen nicht mehr, die liegen eher, weil die so platt sind, aber wir haben sehr gute Fortschritte gemacht. Ich meine, man hört das schon vor allem bei den neuen Mädels, es ist natürlich schon was Krasses, was auf die Mädels zukommt. Vor allem denke ich auch die Menge. Die Mädels waren an sich alle sehr fit, aber wenn es dann natürlich Schlag auf Schlag auf Schlag weitergeht, wie es aber auch in der Saison ist, wie es auch über 60 Minuten ist, dann merkt man, dass die Menge sehr, sehr viel ist. Ich denke aber, dass es definitiv nötig war. Und nicht nur, weil man fit sein muss, aber auch, wenn man in seinem Kopf einfach lernt, okay, wenn man denkt, dass man nicht mehr kann, kann man halt immer noch mehr geben. Und das wird für uns wichtig sein in der Saison. Dazu kommt noch, man muss sich für Verletzungen schützen. Das ist heutzutage leider auch ein sehr wichtiges Thema, was man bei den jungen Mädels im Auge behalten muss. Deswegen war der erste Schritt mal wichtig, im Fitnessbereich so viel wie möglich, so gut wie möglich zu arbeiten. Habe aber auch schon mit den taktischen Sachen angefangen. Hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, weil die Mädels sehr schnell das umsetzen konnten, was wir wollten. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Die Turniere kommen jetzt langsam an. Die sind für uns noch nicht so wichtig. Geht es überhaupt nicht um Ergebnisse, aber einfach die Mädels die Chance zu geben, zu lernen, ein bisschen anzukommen in der Bundesliga. Und dann werden wir am Ende der Vorbereitung sehen, wo wir stehen. Das heißt, als nächstes geht es woran? Du denkst schon an die Turniere. Spiele, Freundschaftsspiele. Ja, gut, Turniere. Es sind jetzt noch ein paar Tage. Dann haben die Mädels noch mal einen ganz kurzen Regenerationsurlaub. Und dann geht es eigentlich schon weiter in den Turniere. Kirchhoff-Turnier, Fristal-Turnier, Bensheim-Turnier. Und klar, das ist total schön, vor allem für die Mädels, dass es auch wirklich mit dem Handball weitergeht. Aber es ist natürlich manchmal auch, sieht man halt direkt, wo man steht, woran man arbeiten muss. Und das ist auch für Marc und mich wichtig, zu sehen, was funktioniert schon und wo man, müssen wir uns noch weiter darauf konzentrieren. Ja. Wenn wir jetzt mal auf die neue Saison schauen. Mit welchen Erwartungen gehen wir in die Saison und was bedeutet die Verkleinerung der Liga 24-25 für uns? Ja, ich denke, die Erwartungen, die wir als Mannschaft haben, sind manchmal ein bisschen anders als die Erwartungen, die alle anderen an uns haben. Ich habe schon in den letzten Monaten oft gesagt, es war schon krass zu sehen, wie Neckarsulm und Halle am Ende der Saison mit dem Etat von, keine Ahnung, 1,5 Millionen der Klasse hart gefeiert haben und bei uns gesagt wurde, na, muss man mal wieder auf dem letzten Spiel machen. Ne? Und ich denke, die Erwartungen, die man an uns haben kann und darf, ist einfach, dass die jungen Mädels sich gut entwickeln können und, wie gesagt, auch die Zeit dafür kriegen. Es wird sicherlich keine leichte Saison. Ich meine, 3 direkte Absteiger gab es noch nie. Ich finde es persönlich auch sehr schade. Ich weiß auch nicht, wo die anderen Vereine weiterhin einkaufen wollen, wenn es uns nicht mehr geben würde. Deswegen werden wir in der Erstliga bleiben, werden wir alles dafür tun, kämpfen. Anstrengend wird es, schwer wird es, aber Matt hat schon angesprochen, mit unserer Fibers-DNA, mit jedem Gegner schwierig habe Respekt vor uns und das werden wir auch zeigen. Ja, haben wir uns auch wirklich verdient und erarbeitet. Das heißt, wir sehen jetzt im Grunde voraus auf die nächsten Wochen, in denen wir uns formatieren, in denen wir dann irgendwann auch in die ersten Spiele reingehen und dann sehen, wo wir stehen. Das sind die nächsten Schritte oder noch Zwischenschritte? Korrekt. Gut, dann machen wir das so. Ja, das
Das geht jetzt ganz konkret los. Die Termine kommen gleich. Und wenn jetzt der kleine Urlaub für die Damen da ist, geht es mit der Spielpraxis weiter. Die größten Termine sind, glaube ich, die meisten Termine sind hier in der Region. Das heißt, wir spielen in Fritzlar. Termin kommt gleich. Wir spielen. Erst spielen wir in Kirchhof ein Turnier, Anfang August, dann das Wochenende danach spielen wir in Fritzlar ein Turnier und das Wochenende danach spielen wir in Bensheim ein Turnier. So, ihr seid alle herzlich eingeladen, es ist kein weite Fahrt, so kommen wir ruhig vorbei und unterstützen Sie mir das. Genau. Die Termine ganz konkret, 5.6. in Kirchhof, in der Hallen ist das Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier, in der Stadtsporthalle 12., 13., 8. ist der 11. Domstadt-Cup in Fritzlar, das ist also auch immer eine Reise wert. Dann spielen wir am 19. und 20. den Tenzplay-Sirona-Cup in Bensheim mit Metzingen, Leverkusen, Göppingen, also auch ganz tolle, das Turnier haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon gespielt. Also wirklich hochkarätige Turniere, hinkommen ist ganz wichtig. Ja, Tessa, vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Schön, dass ihr alle da seid und vor allem weiterhin kommen. Wir brauchen wieder eine volle Endzahl, wir brauchen die Unterstützung, die Mädels verdienen absolut die Unterstützung. So, ich hoffe, dass ihr alle so wie immer treu wieder dabei seid und die Mädels anfeuert. Dankeschön. Vielen Dank, Tessa. Ja, tolle Mannschaft, tolles Trainerteam, tolle Gäste. Wir freuen uns, dass das alles so funktioniert. Ein Termin vielleicht auch noch mal kurz zum Notieren. 22.08. in der Ensehalle, Testspiel gegen Kirchhof. Mit hinterher Meet and Greet. Wird bestimmt ein schöner Abend in der Ensehalle. 22.08. Dann geht es jetzt auch zügig weiter. Saisonstart, Wochenende 9.10. gegen Union Halle Neustadt. Am Wochenende 16.17. Heimstart gegen Borussia Dortmund. Alles auf der Netzseite, bei uns im Netz zu sehen. Teilnahme der Vipers mit einem Stand auf dem Edertaler, auf der Edertaler Gewerbeschau. Da haben wir eben schon mal auch ein paar Fotos gemacht. Da freuen wir uns auch drauf. Und dann haben wir noch einen wunderbaren Weg in die Gegend von Rostock. Wir fahren am 2.9. nach Warnemünde. Warnemünde ist hinter Rostock zum Pokalspiel gegen Warnemünde. So, jetzt haben wir es doch noch hingekriegt in einer guten Stunde. Es war mir eine große Freude, auch wenn mein großes Idol da vorne noch steht und es besser macht. Allen Unterstützern der Vipers, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben heute eine großartige Veranstaltung. Vielen Dank ans Maritim und das Team des Maritim Hotels, Herrn Gregor, der uns das schon mal ganz frühzeitig zugesagt hatte. Vielen Dank dafür. MW-Event hat die gesamte Licht- und Akustik gemacht. Die Sparkasse, vielen Dank, mit dem großen Team aufgetreten. Die Stadt Bad Wildungen zum Verfügungstellen der Muschel. Tolle Location, Herr Bürgermeister, vielen Dank. Es gibt am Bierwagen Essen und Trinken. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen zusammen sitzen können. Uns hat es gefallen, glaube ich, hier oben. Und wir freuen uns auf eine gemeinsame Saison in der Insel. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank.